Hallo, ihr lieben Widder, hier ist die Julia von Weil du schön bist mit einer Zusatz-Extra-SOS-Legung, denn wir sind gerade in intensiven Zeiten. Ich habe die Lenormand-Elementenlegung gerade gemacht, sprich die Feuerzeichen, das Feuerzeichen-Kollektiv hochgeladen, Erdzeichen-Kollektiv und so weiter. Und ich habe gesehen, Umstrukturierung ist an der Tagesordnung und dementsprechend dachte ich, wir machen mal eine Extralegung, um mal ein paar mehr Informationen hier zu bekommen, um ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen, vor allem auch in den Prozessen, in denen wir sind. Und das wollte ich gerne mit den einzelnen Sternzeichen machen. Und dementsprechend gibt es jetzt eben diese Extralegung für die einzelnen Sternzeichen. Aber bevor ich das Ganze mache, ich habe mir nämlich was Neues ausgedacht. Das hat sich tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr entwickelt, seitdem ich diese Legung, diese Runde hier gemacht habe für euch. Und zwar würde ich ganz gerne mit einer kleinen Mini-Meditation starten, um dich auch in einen entspannten Zustand zu bringen und in einen meditativen Zustand, sodass du die Informationen, die jetzt hier durchkommen von der geistigen Welt, auf jeder Ebene deines Seins auch empfangen und aufnehmen kannst. Und diese Legung ist nicht dafür gedacht, dass du jetzt zwingend die ganze Zeit auf den Bildschirm schaust, sondern wirklich in dich gehst, die Augen zumachst und die Botschaften aufnimmst, die jetzt durchkommen wollen. Und da möchte ich dich gerne jetzt begleiten in den meditativen Zustand. Und wenn du das nicht möchtest, dann geh einfach auf 4 Minuten, weil ich jetzt so lange hier geredet habe. Da geht ungefähr die Legung los. Für all die anderen, die das jetzt mal probieren wollen, sage ich einmal die Augen bitte schließen und nimm einmal einen tiefen Atemzug. Spüre, wie sich deine Bauchdecke wölbt und wieder senkt. Und stelle dir die Luft, die du einatmest, vor wie ein weiß-goldenes Licht, das neue, frische Energie in deinen Körper bringt mit jedem Einatmen. Und überall, wo dieses weiß-goldene Licht ankommt, löst es Stress, Blockaden, Anspannungen, wandelt diese um, sodass du sie ausatmen kannst. Und mit jedem tiefen Atemzug strömt dieses weiß-goldene Licht nun weiter in deinen Körper. Und so füllt es deine Beine auf, deine Füße, deine Zehen, dein kompletter Bauchraum, der Oberkörper, Schultern, die Arme und Fingerspitzen. Und mit jedem Einatmen kommt wieder neue, frische Energie, neues weiß-goldenes Licht in deinen Körper und es fließt weiter in den Hals, in den Kopf und die Muskeln entspannen sich überall. Spürst du sogar eine wohlige Wärme. Und die nächsten Atemzüge bringen das weiß-goldene Licht nun tiefer auf die Zellebene. Zu jeder Zelle deines Körpers. Und jegliche Anspannung, Stress, Blockade, negative Energie, die in der Zelle sich befindet, wird nun umgewandelt, aufgelöst, abgelöst, sodass du sie ausatmen kannst. Und das bedeutet, dass du mit jedem Atemzug entspannter wirst. Und das Licht legt sich nun wie ein Schutzmantel um jede Zelle. Alles, was du tun musst, ist nun zu sein. Und du kannst deine Augen geschlossen halten, während ich mich jetzt verbinde mit den Karten der geistigen Welt und auch du nun intensiver verbunden bist mit der geistigen Welt, dieser Legung. Und ich ziehe für dich Karten für die Vergangenheit,
ziehe für dich Karten für die Gegenwart. Und ich ziehe für dich Karten für die Zukunft. Und ich werde Zusatzkarten ziehen und die Karten, die ich hier habe, für dich klären. Und in der Vergangenheit sehe ich einen Abschluss eines Kapitels, die Welt. Etwas wurde hier beendet, ein Kapitel abgeschlossen. Und es kann sein, dass es wie ein Test für dich war. Denn die Hohepriesterin liegt hier ebenfalls. Und die Hohepriesterin kann uns manchmal testen. Ich habe das Gefühl, du hast hier mehr erwartet von der Welt, mehr erwartet von irgendeiner Situation und irgendwas fühlt sich hier in der Vergangenheit an wie ein Test. Vielleicht ist auch irgendwas ans Tageslicht gekommen, was du nicht erwartet hättest. Irgendwas, was du so vorher nicht sehen konntest, was zu einem Abschluss geführt hat eines bestimmten Kapitels. Die Hohepriesterin sagt mir aber gleichzeitig, auch wenn es etwas gab, was da enthüllt wurde, vielleicht hast du es intuitiv schon gespürt. Und ein karmischer Kreislauf wurde hier geschlossen. Ich möchte weitere Karten nun ziehen für die Vergangenheit. Kriegen wir bitte weitere Informationen hier für die Vergangenheit. Für die Widder bitte. Ja, der Turm, der Zusammenbruch hat hier stattgefunden, bereits in der Vergangenheit. Und meine Narzisstenkarte kommt wieder. Narzisstischer Seelenpartner verwechselt vielleicht. Ja, das ist spannend. Das ist in den letzten Legungen bereits vorgekommen hier. Ja, wir haben hier Kämpfe. Jemand, der sehr egoistisch war, um jeden Preis gewinnen wollte. Jemand, der unbedingt Recht haben wollte. Sehr viel Konfliktpotenzial. Jemand, der vielleicht auch Kritik nicht so gut aufnehmen konnte. Ich habe das Gefühl, weil wir die Sechs der Kelche haben, dass das ein Seelenpartner sein kann, ja, oder dass es hier um das Thema Kinder und Kindheit geht. Und definitiv das Thema Ablehnung und nicht erfüllt sein haben wir hier ebenfalls in der Vergangenheit. Das Ganze aber hier mit dem Turm, radikales Ende, da ist der Blitz eingeschlagen und ich habe das Gefühl, du hast dich aus dieser Situation bereits befreit. Lass mich mal schauen, ich möchte eine weitere Karte dazu ziehen, weil ich hier die Hohepriesterin noch habe. Ja, aus dem Gefängnis befreit. Genau das. Wir haben die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist die Illusion, in die Falle gegangen zu sein. Die Acht der Schwerter kann Selbstsabotageverhaltensweisen darstellen. Sachen, wo man sich selber blockiert. Wo man das Gefühl hat, ich habe keine andere Wahl. Ich habe das Gefühl, du hast dich sehr gefangen gefühlt in dieser Situation. Und letzten Endes ist dieser Befreiungsschlag das Beste, was dir passieren konnte. Weil darunter liegt tatsächlich das Ass der Münzen, ein Geschenk des Himmels. Wir sehen in der Vergangenheit, du hast hier eine große Transformation bereits hinter dir. Ass der Münzen ist das Geschenk des Himmels, ein Neuanfang, ein großes Potenzial. Dahinter liegt aber, zeitlich gesehen, gefühlt, dass hier, dass du dich aus einer Situation davon begeben hast. Du hast dich auf zu neuen Ufern gemacht. Das Thema Tod und Wiedergeburt. Ich habe das Gefühl, das ist ein Prozess, durch den du gegangen bist, der hier stattgefunden hat. Und du hast dich quasi bereit gemacht für einen Neuanfang hier. Aber dafür musstest du diese alte Sache loslassen. Im Hier und Jetzt sehe ich den König der Schwerter. Das kann deine Energie sein oder eine Person, mit der du es zu tun hast. Der König der Schwerter könnte ein Luftzeichen sein. Wassermann, Zwilling oder Waage. Der König der Schwerter kann eine Person sein, die emotional unterkühlt ist. Und so kann es deine Energie sein, bezogen auf diese Situation oder vielleicht die Person, mit der du es da zu tun hast im Jetzt. Emotional unterkühlt. Es kann aber auch hier jemand sein, der sehr schlau ist, ein Führer ist, der sehr weise ist. Also es muss jetzt gar nicht was zu tun haben mit der vergangenen Situation. Ich schaue mal gerade, welche Zusatzinformationen ich von dem König der Schwerter hier bekomme. Neuanfang. Okay, die Früchte deiner harten Arbeit ernten. Ja, wir haben hier jemand, der weise Entscheidungen trifft im Hier und Jetzt. Jemand, der sehr klug, sehr intelligent ist, vielleicht auch sehr spirituell, ein sehr spirituelles Wissen hat oder grundsätzlich ein großes Wissen hat.
Es muss nicht zwingend ein Luftzeichen sein, aber kann jemand sein, der vielleicht manchmal auch ein bisschen schneidend ist, weil das die negative Seite der Schwerter ist. Jemand, der manchmal sehr harsch ist. Nichtsdestotrotz sehen wir hier einen Neuanfang. Ein Neuanfang, jemand, der sehr gut reden kann. Ein aufregender Neuanfang, etwas, was du vielleicht so noch nicht gemacht hast. Oder was irgendwie auf eine Art und Weise aufregend für dich ist und neu ist. Vielleicht fühlst du dich ganz inspiriert gerade. Die 9 der Münzen spricht auf Stabilität und Sicherheit hin. Sie spricht darauf hin, dass du dir das verdient hast, was jetzt im Hier und Jetzt gerade ist. Und dass du eben für das, was du jetzt erlebst, wirklich hart gearbeitet hast. Und es fühlt sich nicht zwingend an wie die Situation, die wir hier aus der Vergangenheit haben. Ich habe fast das Gefühl, dass es hier eine andere Situation ist, die sich zeigt. Dieser Neuanfang ist ebenfalls etwas, was dir gegeben wird vom Universum. Asse sind immer Chancen, die dir gegeben werden. Vom Universum, vom Göttlichen. Eine sehr reife Person. Lass uns mal schauen. In der Zukunft haben wir Erfolg für dich. Erfolg, neues Selbstvertrauen und das Thema Heilung. Und am unteren Kartenrand haben wir das Thema Seelenpartner wieder. Die 6 der Kelche ist im Prinzip eine Karte, die sagt Erinnerungen aus der Vergangenheit. Entweder heilst du hier in der Zukunft erfolgreich aus der Erinnerung der Vergangenheit. Das kann auch mit deiner Kindheit zu tun haben, dass du hier nochmal was heilst. Es kann hier etwas zu tun haben mit dem Thema Kinder generell, dass du hier erfolgreich etwas heilst, eine Auszeit hast, wenn es hier um das Thema Kinder für dich geht. Oder aber das Thema Seelenpartner wieder. Auch hier das Thema Ablehnung, davongehen aus einer Situation, eine große Veränderung, die wieder mit dem 5 der Schwerter, meine Narzisstenkarte oder meine sehr egoistische Karte, sage ich mal, was zu tun hat. Und ich habe das Gefühl, was auch immer jetzt hier für dich auf dich wartet, ich habe das Gefühl, das Schlimmste hast du hinter dir. Denn in der Zukunft sehen wir den Erfolg, die Heilung, gegebenenfalls sogar einen neuen Seelenpartner. Das könnte hier ebenfalls was sein. Vielleicht ist es die Person, die sich hier im Jetzt zeigt. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch deine Energie, dass du sagst, hey, ich distanziere mich emotional von der Vergangenheit jetzt, um mehr Energie, mehr Kraft, Motivation zu haben für diesen Neuanfang, den ich gerade möchte. Und dann sehen wir wirklich diesen Erfolg in der Zukunft, erfolgreich sein, Heilung, vielleicht auch sich eine Auszeit mal nehmen, spielt hier eine Rolle. Ja, dann lass uns mal schauen, welcher zu. Da bekommt 2 Karten, okay. Also, die eine Karte ist Göttin. Goddess, genau. Die Göttinnenkarte. Ehre deine heilige weibliche Energie. Sehe deine innere Schönheit und liebe jeden Teil von dir. Das ist die eine Karte. Und die andere Karte ist Unterstützung. Frage um Hilfe. Nimm dir eine Auszeit. Ja, das sehen wir hier in der Zukunft. Und nähre dich selbst. Auch das sehen wir hier in der Zukunft. Also, du brauchst ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Support. Frage um Hilfe. Gönn dir eine Auszeit. Sehe die Schönheit in dir selbst und dass du liebenswert bist. Ich habe das Gefühl, du hast hier das Schlimmste tatsächlich bereits in der Vergangenheit hinter dir. Ja, ich hoffe, es hat weitergeholfen. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, kommentieren, liken, Kanal abonnieren und schau gerne auch nochmal in die Feuerzeichenlegung aus dem Lenormand rein, was ich jetzt gerade vor kurzem gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.